Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es dann wieder um einen Cheater-Trick für den Lockscreen. Viel Spaß! Dieser Trick nennt sich Axis oder Axis und kostet 99 Dollar Cents in Cydia. Und normalerweise kann ich ja hier, wenn ich auf dem Lockscreen bin, nur die Kamera direkt per Schnellfunktion oder per Direktfunktion dann öffnen. Und vielleicht habt ihr es eben schon gesehen, ich habe hier noch so andere Möglichkeiten. Wenn ich hier einmal so rüber wische, nach links und nach rechts, dann seht ihr schon, blinken die einzelnen Felder auch auf. In diesem Fall gehe ich mal hier auf dieses Twitter-Symbol und wenn ich das hier nach oben wische, dann öffnet sich in diesem Fall Tweetbot, also mein Twitter-Client. Ihr könnt mir gerne auf Twitter folgen, @iPhoneMajor, Link ist auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und genauso geht das Ganze natürlich hier auch mit der E-Mail-App und der Musik-App oder dann hier hinten noch den Notizen. Ich gehe jetzt einfach mal in die Einstellungen, da gibt es dann nämlich noch weitere Einstellmöglichkeiten, die man zu diesem Tweak machen kann. Hier unten sieht man schon Axis und dann gehe ich hier einfach auf My Axis und dann sehen wir hier oben auch die eine Leiste, die man auch da auf dem Lockscreen dann sehen kann und dann kann man hier einfach das dann anklicken, je nachdem welches Feld man denn verändern möchte. Ich gehe jetzt hier mal aufs erste Feld, da ich die Notizen-App nicht auf dem Lockscreen haben möchte und dann sieht man hier auch schon die einzelnen Apps. Hier gibt es dann verschiedene Kategorien, hier oben haben wir Basis-Apps oder Basics in diesem Fall und da kann man das Ganze dann hier auch auswählen. Wenn man jetzt eine andere Kamera zum Beispiel haben möchte, dann gibt es hier die verschiedenen Kamera-Apps, die von diesem Tweak unterstützt werden und ich habe hier im Moment die ganzen Apps halt nicht installiert, deswegen sieht man hier auch kein App-Symbol. Das Ganze geht ja auch hier mit der Wetter-App. Wie gesagt, ich habe hier noch so eine zweite Wetter-App von Yahoo und die wird dann hier einfach angezeigt. Ja, ich möchte jetzt hier aber auf dem ersten Feld eine Produktivitäts-App haben und zwar eine Rechner-App. Hier werden dann auch wieder die verschiedenen Apps angezeigt. Ich nehme jetzt hier aber nur mal den Standardrechner von iOS und wenn ich jetzt wieder in den Lockscreen gehe, dann brauche ich auch gar kein Whispering machen, sondern ihr seht hier schon, ich habe hier ein neues Symbol und wenn ich dann nach oben slide, habe ich dann hier gleich den Rechner offen. Ich finde das wirklich eine richtig, richtig gute Tweak und es ist sehr nützlich. So hat man halt sehr viele Schnellfunktionen auf dem Lockscreen. Ich kann sie euch sehr empfehlen, kostet 99 Dollar Cents in Cydia. Und ja, ansonsten war es das auch schon wieder von diesem Video. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann gebt auch gerne einen Daumen nach oben oder abonniert mich hier unten einfach, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, wie gesagt, dann sehen wir uns schon wieder im nächsten Video. Bis dann, tschüss.